willkommen zu Biomutant. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir auch schon direkt rein in die Folge. Folge dem Pfad. Ah ja, bis darüber. Okay. Ich folge aber erstmal hier den anderen Dingen. Gründlich zugesperrt. Okay. Verschlossen. Da komme ich wahrscheinlich raus, wenn ich irgendwo anders reingehe. Würde ich so vermuten. Ah ja, ich höre da schon. Was bist denn du? Au! Erlegt. Oh, bitte lass mich nicht wieder Kacke rausholen. Natürlich. Wulstzahnkacke. Ist sie nicht wunderschön, dieser wunderbare Brockenkacke? Und Übelbrunn-Tresor. Ah. Das könnte jetzt das sein, was ich mir dachte. Also der Tresor da vorne. Du hättest deine Schwimmflossen mitnehmen sollen. Natürlich. Na bitte, eine Spur mit Sternchen. Mhm. Selbst in all diesem Chaos hier draußen lohnt sich die Erkundung. Ja, wie viel Schlamm haben Sie abgepumpt? Oh, Sie haben ganze Tankerladungen abgepumpt. Sie hätten den gesamten Ozean mit diesem Müll füllen können, wenn man sich den Glibber ansieht. Haben Sie das vielleicht sogar? Ja. Ab hier führen die Spuren fort in weite Ferne. Okay. Da rein. Um genau zu sein. Au. Sehr gut. Ah. Was mir jetzt erst auffällt, nach hunderten Wänden. Die sind ja auch gelb bemalt vom guten Kantenmaler. Ah, da soll ich lang. Das hier ist bestimmt nur ein Extraraum. Aha. Einfach nur Lootraum. Komm her hier. Schön, schön. Aha, aha. Ultimative Fernkampfwaffe. Ich glaube, die hier holen wir uns gerade. Im Dunkeln bist du schwieriger zu sehen. Das ist sinnvoll. Haben wir hier noch mehr? Nö. Ah. Oh. Okay. Dum 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 dum. Zack. Oh nein. Okay, 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 okay. Ja, ganz hoch wollte ich jetzt nicht. Hoch hinaus. Überragende Beute. Sehr schön. Oh, weiter. Hallo? Okay, niemand. Da ist ein Geschenk. Hier ist noch mehr überragende Beute.
Ein Kätzchen. Natürlich. Was sonst? Damit habe ich das gelöst. Okay. Dann kann ich... Ne, das ist schon richtig wieder markiert, aber ich bin ja noch nicht fertig. Okay. Dup, 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 dup. Wo komme ich denn jetzt raus? Und ich habe noch den Schlüssel. Aha. Sehr gut. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Natürlich. Der ist... der ist nicht. Na, fuck. So. Oh, das ist doch wahrscheinlich die Tür. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Ja. Die Kühle hier lässt einen frösteln. Alles in Ordnung. So, hier muss es aber mehr geben. Mehr. Ich will mehr. Wie komme ich denn bitte darüber? Ich muss da oben auf den Berg. Hä? Wo? Ach da. Es geht echt noch über Stufe 30? Habe ich so nicht erwartet. Jetzt kannst du noch mehr einstecken. Jawohl. Dafür muss ich da hoch auf den Berg. Und da das Seil runter. Oder ich komme... Nee, an dieses Seil komme ich nicht ran. Nee. Das wird niemals was. Nee. Oder? Nee. Hä? Konnte ich hier was machen? Nee. Es sah nur kurz so aus. Okay. Muss ich von da oben, vom Baum aus. Wow. Mal erstmal gucken, wie ich da hochkomme. Denn ich gehe mal schwer davon aus, dass da mindestens eine der überragenden Beutedinger liegt. Alles andere würde mich hier wundern. So. Gib hier. Aha. Und hops. Ein Berg ist das Gegenteil von einem Sumpf. Ein Berg ist das Gegenteil von einem Sumpf. Das ist überwältigend. So, hier müsste sogar noch ein altes Weltgerät sein. Wo soll denn das sein, bitte? So, hier sind diesmal keine Treppen dran, dass ich da einfach hoch kann. Okay. Ich kann da sogar recht leicht hoch. Gehen wir außen rum. Da führt direkt einen Weg hin. Das ist ja wundervoll. Ich muss zu diesem Baum. Dieser Baum führt mich zum Ziel. Zum Loot-Ziel. So. Dum, dum, dum. Ah, da höre ich doch schon wieder was. Hey, du da. Glühendes Eisen. Oh, Mist. Nachladen vergessen. Nimm das. Das. So, Torscher.
Du bist dran. Ja, quatsch dir die Seele aus dem Leib. Schön machst du. Ciao. Ja, die Waffe nehme ich auch. Beziehungsweise den Müll daraus. Selbst am Gipfel kannst du den Himmel nicht berühren. Ja. So. Jetzt kann ich aber hier runterrutschen. Hui! Seilrutschen für Dings gesichert, okay. Auch wieder so eine Nebenmission einer Nebenmission, dessen Nebenmission eine Nebenmission ist. Nicht verschrotten, nee. Das ist das alte Weltgerät? Dreh an den Reglern des Radionics, ja. Um die richtige Frequenz zu finden. So. Das ist richtig. Und so. Aha. Ist gut, Radio. Okay, wir haben noch zwei überragende Beute und eine ultimative Fernkampfwaffe. Wir haben noch eine überragende Beute und eine ultimative Fernkampfwaffe. Wo finde ich denn bitte die ultimative Fernkampfwaffe? So, hier habe ich ja alles. Warte mal. Um da rüber zu kommen, muss ich da oben Okay. Aha. Hui. Okay, schön. Stellt sich immer noch die Frage, die ultimative Fernkampfwaffe. Okay, ich habe von dem einen Schlüssel bekommen. Da muss ich doch direkt mal schauen. Tagebuch. Nee, Guckkasten nicht. Wird das mir als letztes? Ich mir ist übel. Hier. Ich finde heraus, was der Dings öffnet. Das ist aber ein Stück weg. Zählt das noch dazu? Also wir öffnen jetzt mal den Tresor, aber ich weiß nicht, ob der noch dazu zählt. Könnte natürlich sein. Dieser Ort ist von ruhiger Schönheit. Aha. So, jetzt habe ich eigentlich den Ort verlassen, also, schwierig. Au! Au! Voll ins Schwarze. Verpestet. Ciao, mein Freund. Das ist ein ordentlicher Bunker. Hineinstecken und umdrehen. Jawohl. Das könnte es tatsächlich sein. Okay. Jo. Das ist das Zeug. Schön. Was haben wir hier? Sieht nicht nach einer Waffe für mich aus. Ja. Hyperschnapper Ostzaubro. Oh, okay. Arsenautomatikgewehr. Naja, vielleicht kann ich Teile davon gebrauchen. So ein paar. Wir nehmen es natürlich erstmal mit. Bereich abgeschlossen. Sehr gut. Und wir sind dann rein zufällig recht nah an dem Ziel, wo ich hin will. Hier ist noch so eine Festung. Da müssen wir auf jeden Fall noch rein. Das ist bestimmt wieder so ein Piratendingsbums. Davon gehe ich von aus.
Aber erstmal nehmen wir hier das hier mit. Den guten Guckkasten. Was schreit denn hier so? Ich habe gehört, wie es geschrien hat. Ah ja. Wir atomisieren. Oh Mist. Geh weg. Geh weg. Au. Wow, wow, wow. Naja, so krass war es jetzt auch nicht. Schön, schön. Nehmen wir natürlich den Loot hier noch mit. Da kenne ich doch nichts. Oh, LKW auch noch was? Nee. Oh, Emil. Ein seltener Fund. Die Lachikauferia. Wer hier etwas kauft, dem zaubert es ein Lächeln ins Gesicht. Na, mal schauen. Guter Treffer. Ah, die sie im Pool gekotzt haben. Schön. Ach ja, Guckkasten. Das ist ja wieder quasi der Quatschkasten. Na, erstmal ums Haus gucken. Ah, wusste ich's doch. Schön, schön, schön. Dum, 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 dum. Ah. Sehr gut. So, Bio-Block-Behälter und zwei alte Weltgeräte. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Ah, da geht's runter. Okay. Definitiv nicht offen. Ah, das muss ich erst noch öffnen. Das ist aber in Ordnung. So. Dann kümmern wir uns doch erstmal hier um die Glotze. Die Antenne muss in die richtige Reihenfolge zeigen. Ja, selbstverständlich. Da brauche ich ja eigentlich... Na gut, den inneren muss ich eindrehen. Und den äußeren ein Stück. Fertig. Jo. Nicht alles, was der Guckkasten überträgt, interessiert einen. Aber wenn es das tut, geht es mitten ins Herz. Aha. Okay. Was du wohl hier unten finden wirst. Dinge. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal der Bio-Blob-Behälter. Und ich glaube, ich muss den Kabeln folgen. Um das Tor zu öffnen. Ein alte Weltgerät noch. Das dürfte das dann sein mit dem Tor, ne? Da war der andere Weg. Jo. So. Schön. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Natürlich. Bin schon dran. Bin schon dran. Sehr gut. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Oh, ist da eine Sonderzniege drin? Habe ich das gerade richtig gesehen oder ist es ein böser Gegner? Wo ist die Treppe? Wo ist denn jetzt die Treppe? Da. Jetzt halte ich fest. Ist das da drüben nicht der Mecha-Mute?
Wie cool bist denn du? Wie? Ich möchte dich reiten. Der Wind schneidet hier wie Messer. Ich muss den erst hacken. Aber wie? Ich habe keine Anzeige, dass ich den hacken kann. Aber wenn ich mir den Sattel so hinten drauf angucke, dann muss ich den erst hacken. Aber wie? Hier gibt's sonst nichts. Ich kann auch nicht einfach draufsteigen. Bitte lass das nicht schon wieder so ein Fehler sein. Ich würde dich gern hacken, mein Freund. Das ist doch schon wieder Mist. Hab ich dafür eine Quest direkt? Nee, wa? Nee. Natürlich nicht. Ich möchte dich hacken. Ich guck noch mal kurz unten, ob ich vielleicht irgendwo noch an den Pulten da irgendwas anmachen muss. Nee. Okay. Das war echt nur Tor aufmachen. Das ist doch... Das ist jetzt schon wieder Kacke. Du? Ich würde gern und so. Habe ich den vielleicht automatisch? Transportmittel. Nö. Stämme. Arche. Klick wurde abgelehnt. Ist rot. Okay. Ja, also. Ich werde wohl mal wieder speichern und dann mal neu laden, Spiel neu starten und gucken, ob es dann geht. Ich muss ja wahrscheinlich mich da draufsetzen und dann kriege ich quasi die Dinger da auf seinem Sattel angezeigt, die ich dann auch noch ausrichten muss. Wie man offensichtlich sieht. Jeden eins weiter nach rechts. Okay. Bei dem, der ist cool, den hätte ich gern. So. Also, bis gleich. So, nachdem ich jetzt mehrfach versucht habe, hier neu zu laden und Spiel neu starten und so, habe ich mal das gute alte Google benutzt. Und dieses Pferd ist geknüpft an eine Quest. Und diese Quest habe ich noch nicht. Das heißt, deswegen kann ich das Pferd nicht benutzen. Das heißt, wir sind hier, sind wir fertig? Oder sind wir es nicht? Wir sind fertig. Ach ja, ihr seid ja auch wieder da. Und da seid ihr wieder weg. Gut. Da das eine Quest gebunden ist, kriege ich sowieso einen Marker, muss mir das nicht merken. Aber hier würde ich jetzt hinwollen. Das ist genau hinter mir. In diese wundervolle Richtung. Ist es da oben drauf? Das ist sehr gut möglich, oder? Es ist da drüben. Moment, wir richten uns mal aus. Nein, ist es nicht. Es ist links von mir. Bin
Bin ich denn jetzt richtig? Jetzt laufe ich drauf zu. Okay. Das wollte ich ja noch mitnehmen, weil das ist ja bestimmt wieder so ein Banditenlager. Ein Lager voller Banditen. Ich möchte diese Banditen ausräubern. Ja, das sieht ja danach aus. Hier lebt Dubidub. Mit einem Kampf bist du hier richtig. Okay, Dubidub. Dubidub, du bist tot. Attention.